Und willkommen zurück zu Let's Play TSW mit Damakash. Zirbeldrüse überstimuliert. Höhere Gehirnfunktionen funktionieren. Sehr gute Arbeit. Viel besser als die Erfolgsquote bei MK Ultra. Hey, eine Frage. Haben Sie schon mal einen Jaguar-Hai gesehen? Sir. Wow. Ja. Sehen Sie sich's an. Hey, Sie gehen jetzt besser zur Testkammer. Nehmen ein paar Hürden. Ach ja, und Sie könnten sich etwas unwohl fühlen, wegen des Mikrochips, den ich in Ihre Wirbelsäule implantiert habe. Aber keine Sorge, ich meine, das geht vorbei. Wirklich. Und als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen, und zwar nachdrücklich, ihn nicht zu entfernen. Okay? Prima, Mikrochip. Schmutz. Na bravo. Toller Arbeitgeber. Heutzutage können Sie es ja machen. Das ist nur eine Routineuntersuchung. Jetzt sollen wir das Labor verlassen. Nichts lieber als das. Der Kerl ist sowieso total durchgeknallt. Also. Zur Lobby gehen. Also rein in die Lobby. Testkammer finden und betreten. Unbefugter Magieeinsatz wird den Magiern gemeldet. Okay. Na, wir gehen mal da lang. Zur Testkammer, da sollten wir doch hin. Einwandfrei. Dann machen wir das doch mal. Wollen Sie die Testkammer betreten? Natürlich. Schlimmer kann es ja bald nicht werden. Also, was wollen Sie noch mit uns machen? Kann uns nichts mehr schocken, glaube ich. Kontakt mit dem Kampfdirektor aufnehmen. Das steht da schon. Sehr gut. Sie geben mir Lehm und erwarten, dass ich daraus Stahl mache. Sie wollen keinen Ausbilder, sondern einen Alchemisten. Ich sage Ihnen, Sie sind in einer Welt voller Tiger und werden lebendig gefressen, wenn Sie schwach sind, wenn Sie zögern, nicht zuerst zu schlagen. Hier lernen Sie, zuerst zu schlagen, hart zu schlagen. Diese Kampfhologramme tun Ihnen übrigens nichts. Ich hingegen habe ein gutes Gewehr und angeblich einen Hang zum Sadismus, den ich allerdings Motivation nenne. Sie haben Potenzial, aber es ist keine Zeit, es hervorzulocken. In ihnen ist eine Macht, eine Anima, die sie nutzen können, um stärker zu werden, schneller, effektiver beim Töten. Sie ist das magische Heilmittel für alles. Ihre Waffen werden zu einer Erweiterung ihrer selbst werden. Sie sind die Werkzeuge, durch die ihre Anima Wirkung zeigt. Bewaffnen Sie sich und zeigen Sie mir diese Macht. Wir haben hier ein Arsenal und Sie können mit allem experimentieren, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie gehen, dürfen Sie nur eines mitnehmen. Sie haben jede Menge Kanten und mich interessiert nicht, warum oder woher Sie sie haben. Ich will nur, dass Sie sie schärfen, soweit es Ihnen möglich ist. Nichts weniger. In der Testkammer können Sie das sicher tun. Gefährlich bin hier nur ich. Gut, fangen wir an. Ja gut, mit seinem Gewehr möchte ich auch nicht unbedingt Bekanntschaft schließen. Eine Waffe ausrüsten und zu Director della Guardia zurückkehren. Jetzt gibt es unterschiedliche Waffen. Wir haben magische Waffen. Probieren wir doch gleich mal was aus hier. Elementarfokus. Elementarismus ist gleichermaßen Grenzwissenschaft wie Magie. Er manipuliert und nutzt Elementarkräfte mit vernichtender Wirkung. Na, das probieren wir doch mal aus. Jetzt haben wir hier die zwei Skills gekriegt, aber den noch nicht angelegt. Die Sachen befinden sich dann im Inventar. Und da haben wir auch schon die Gegenstände, wo dann nachher letzten Endes die Werte drauf sind. Kann man hier sehen bei C.
Die sind in Talismanen. Wir haben einen Kopftalisman, drei große, drei kleine und zwei Waffen. Wir haben aber am Anfang, dürfen wir ja nur eine nehmen. Hat er ja gesagt, wir dürfen nur eine mitnehmen. Den Elementarismus-Fokus ausrüsten und auf ein Kampfhologramm zielen. Ausgerüstet haben wir, zielen können wir. Und jetzt ausprobieren. Na dann. Probieren wir doch mal. Sieht ganz cool aus. Ich mag Magie. Ich finde das immer ganz toll. Ich mag es. Hier haben wir Fernkampfwaffen, Sturmgewehr, Pistolen oder Schrotflinte. Schrotflinte haben wir ja gerade in unserem Drogenwahn schon genommen. Jetzt nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir mal das Sturmgewehr. Sturmgewehre sind leistungsstarke Fernwaffen mit okkulten Nebeneffekten, die mächtige Unterstützungsoptionen gewähren. Ja, machen wir. Annehmen. Und auch das müssen wir wieder erstmal aufnehmen und dann ausrüsten. Auf ein Hologramm zielen. Ah, da haben wir AOE. Okay. Und dann haben wir natürlich noch die Nahkampfwaffen. Die gucken wir uns auch mal an. Klinge, Faustwaffen oder Hammer. Hey, eine Frau mit dem Hammer? Das wäre doch mal was, oder? Ich probiere das mal aus. Der Hammer ist die stumpfe Waffe der Wahl in der geheimen Welt, wenn es um große Durchschlagskraft auf kurze Distanz geht. Probieren wir aus. Und wieder ausrüsten. Auf ein Hologramm zielen. Na und dann mal los hier. Okay. Also ich glaube, ich bleibe aber bei den magischen Sachen. Das macht mir persönlich eigentlich am meisten Spaß. Ich finde die Effekte toll. Das leuchtet immer so schön bunt. Ich bin ein Mädchen. Ich darf das. Chaos. Chaos passt zu mir. Ich bin selbst so eine Chaos-Queen. Probieren wir das doch auch mal aus hier. Jawohl. Den behalten wir. Zurückkehren zu ihm. Das machen wir. Das ist die Unternehmensleitung. Sie werden damit im Einsatz Kontakt halten. Ist das klar? Das wäre dann alles. Ja gut, dann nehmen wir mal das Telefon mit. Ist klar, ich habe verstanden. Die Testkammer verlassen und zu ihrem Primärkontakt gehen. Na, wenn das man hoffentlich nicht der olle Professor ist. Mit dem möchte ich nicht mehr so gerne Kontakt. Ja, da haben wir doch schon mal unsere erste Waffe. Über die Bezahlung haben wir immer noch nicht gesprochen. Aber wahrscheinlich kann ich in dem Kapuff hier froh sein, wenn die mich am Leben lassen. Primärkontakt. Da lang. Liefern Sie die Ware aus. Welche Ware denn? Ich habe keine. Wo geht's denn da unten hin? Ach, da geht's raus, von da sind wir gekommen. Erwähnte ich, dass ich den Orientierungssinn einer Totentaube habe. Na gut. Annelore, die nehmen wir mit. Und da müssen wir hoch.
Stylisch. Schickes Büro. Toller Schreibtisch. Da passt ein großer Monitor drauf. Ich stehe total auf Oldschool-Hip-Hop. Sie nicht auch? Unentschlossenheit zeigen geht gar nicht. Immer lächeln. Aber das hier ist kein Test. Probezeit gibt's hier nicht. Sie sind dabei oder nicht? Die Illuminaten arbeiten erfolgsorientiert. Wie bei Xbox. Nur alles auf Hardcore. Ich will von Ihnen, dass Sie sich hohe Ziele setzen und diese dann noch übertreffen. Nicht nur in Ihrem Interesse, sondern auch in meinem. Und das ist super wichtig. Lassen Sie mich schlecht dastehen, nagle ich Ihren Kopf als Abschreckung an die Wand. Gott, es ist so süß, wenn die Neuen das noch nicht glauben. Solomon Island. Ein Städtchen und eine kleine Schule mit Verbindungen zu uns sind von der Küste Maines verschwunden. Die Menschen sind nicht das Problem. Wissen Sie, wie viele Leute jedes Jahr in den USA verschwinden? Wir schon. Aber wir müssen da eine völlig weiße Weste behalten. Das Militär steckt mit drin und wir können das Verteidigungsministerium nur begrenzt kontrollieren. Für einen alten Kriegstreiber ist so ein roter Knopf wie Viagra. Sie sollen auf Solomon Island die Auswirkungen für uns einschätzen. Den Verkehr und die Quarantäne umgehen Sie über Agatha. Zeigen Sie Initiative. Aber bitte nicht zu viel, das wirkt sonst so verzweifelt. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao, Kirsten. Gut, also Probezeit gibt's nicht, man ist dabei oder nicht. Es sieht so aus, als wären wir dabei. Den Gang finden, der tief in das Lagerhaus hineinführt. Dem Gang in das Lagerhaus folgen. Und jetzt den Agatha-Eingang finden, um die Quarantäne zu übergehen. Umgehen, nicht übergehen. Oh, ein Cola-Automat. Oh Gott, und ich bin pleite. Die schicken mich los und ich habe nicht einen Cent in der Tasche. Ja, ja. Na, dann mal rein in die gute Agatha. Sieht ja cool aus. Wollen Sie die Agatha betreten? Natürlich. Ah, hier sind auch ganz viele Bienen. Davon haben wir anscheinend ein paar zu viel geschluckt. Aber wer weiß, was wir noch so geschluckt haben. Also mal rein da. Hier auf dem Ladebild sieht man die Agatha auch. Das ist das Reisesystem in TSW, um von Ort zu Ort relativ schnell reisen zu können. Mounts gibt's halt nicht, passen nicht in das Spiel, wurde von Entwicklerseite gesagt. Und die haben andere Möglichkeiten gefunden, trotzdem relativ schnell reisen zu können. Das ist ganz gut gelöst. Die Karten sind auch nicht so groß, dass man unbedingt einen Mount bräuchte. Da kann man gut laufen. Das ist schon in Ordnung. Obwohl so in so einem Neuzeit-MMO natürlich schon toll wäre, irgendwie ein Roller oder so, ne? Inline-Skates. Hallo? Ja? Also, das ist die hohle Erde. Agatha. Hoffentlich sind Sie nicht wegen des Nahverkehrs hier. Der ist ziemlich unpünktlich. Nach meiner Uhr jetzt genau 100 Jahre Verspätung um Viertel nach. Aber so wie Sie aussehen, geht's eher um Weltreisen. Nun, dann sind Sie hier richtig. Diese unterirdische Welt ist, wie die britische Eisenbahn, ein Musterbeispiel an Effizienz. Agathas Wege wachsen aus dem Baum des Lebens und führen zurück zur Oberfläche. Entfernung und Zeit sind hier biegsam. Mit einem Spaziergang durchmessen Sie den Globus. Natürlich ist es völlig sicher. Niemand weiß genau, wie es funktioniert. Die Forscher sind deswegen verwirrt, aber die besten Leute arbeiten daran. Die besten. Sie brauchen so etwas. Passen Sie auf.
Danke. Faszinierende Geräte. Zum Glück gibt es genügend zur freien Verteilung. Das ist praktisch Ihr Anker zur hohlen Erde. Es bringt Sie blitzartig hierher. Metaphorisch als auch buchstäblich. Also dann, weiter zur Küste von New England. Wie? Das ist also die Agatha und wir sehen, hier stehen viele Spieler. Immer das Beste versuchen. Wir haben hier jetzt unseren Port bekommen. Dieser Port bringt uns immer wieder genau hierher zur Agatha. Übrigens, das Schöne ist bei TSW, man kann sein Inventar so ziehen, wie man möchte. Man kann neue Beutel erstellen. Ich muss erstmal gucken, wie ging denn das noch hier? Da. Und da können wir uns die Sachen reinpacken, die wir brauchen. Weil den Agatha-Punkt, den hätte ich gerne nach Möglichkeit angezeigt auf meinem Bildschirm und kann mir den dann hinschieben, wohin ich ihn denn möchte. Ist ganz praktisch. Habe ich ihn immer griffbereit. Übrigens hier in der Agatha, das ist tatsächlich der Treffpunkt für alle Dimensionen. Hier ist auch der Treffpunkt für Dungeonsuche im Chat und so. Wie gesagt, international, das meiste läuft hier echt auf Englisch. Ein Portal zu dem Ort Kingsmouth finden und betreten. Na gut, dann... Eingang zum Ort Kingsmouth. Wir sind so gut. Das Wissen benutzen, machen wir auch. Nehmen wir gleich mit. Und nach Kingsmouth reisen wir dann in Teil 4.